Willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Link to the Past. In diesem Part werde ich mit der Story weitermachen. Und dazu muss ich jetzt zum Death Mountain gehen. Und den Eingang dazu finden. Das sieht sehr verdächtig aus. Shit. So, geh ich mal hier ran. Ja gut. Hier komme ich noch nicht lange, da brauche ich wahrscheinlich erst diese Sprungschuhe. Oder so, nein, da geht's auch nicht rein. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Das ist schlecht. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Nö. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt da der Zauberer dahinter. Es ist ein Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Was meint? Ich bin da nach rechts gegangen. Hä? Kapier ich jetzt nicht. Ich werde wohl sterben. Nein, hier geht's rein. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben, ich glaube fest daran. Dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Oh nice. Du hast einen Zauberspiegel, er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Danke. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist die Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Das ist nett. Mal schauen, was hier hinten ist. Ein Krug. Und noch, es geht hier noch weiter sogar. Ah, hier ist jetzt noch so ein. Noch so ein seltsamer Weg. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwas zu finden gibt. Hier geht's noch raus. Okay, wo komme ich hier raus? Hier oben. Hä, was ist das? Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Lol. Nach Kakariko will ich jetzt aber nicht. Hier geht's runter. Nice.
Was gibt's hier? Hier geht's hoch. Hier gibt's ein Herzteil, nice. Was soll das denn sein? Das ist ein Herzteil gefunden. Soll das so sein oder ist das ein Bug? Ach ne, soll es so sein. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Tschüss. Oh Leute. Ich dachte, die Teile sind One-Hit. Okay. Ich laufe einfach dran vorbei. Ach, jetzt komme ich hier raus. Interesting. Hier gibt es so viele Eingänge. Ich gehe mal hier rein. So, ich habe jetzt kurz was rausgeschnitten. Und zwar bin ich sinnlos rumgerannt. Die Frage ist nur, wo ich jetzt mal hingehen könnte. Ich gehe nochmal hier hoch. Das dauert ziemlich lange. So. Ach, ich weiß, wo ich zum Beispiel mal hingehen könnte. Hier bin ich ja von runtergesprungen. Da oben ist noch ein Herzteil. Okay, hier scheint was Interessantes zu sein. Ich guck mal, was hier drin ist und dann gehe ich da hin. Kann ich auch... Ach, ich weiß, wo das ist. Das hier ist, da, wo ich vorhin schon mal runtergesprungen bin. Das ist da, wo das Herzteil ist. Lol. Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich in der anderen Welt irgendwie. Habe ich schon öfter was von gehört? Okay, sind wir aus dem Kreisrand, bringt es jetzt nicht. Hier ist jemand, kann ich mit ihm reden? Was bist du hier? Bildest du dir ein? Du Hasenfuß kannst mehr ausrichten als ich. Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jeden in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Diese goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Die Mondperle muss ich jetzt wahrscheinlich finden, oder? Ich spring mal da hinten runter. Mal schauen, was hier drin ist. Bringt mir der magische Spiegel irgendwas? Ach so. Damit komme ich zurück in die andere Welt. Hier war nichts Sinnvolles drin, oder? Da war nichts Sinnvolles drin. Ist hier irgendein Trick oder was? Ah, okay. Dass ich hier vielleicht so hingehe und dann. Das hätte ich jetzt nicht von mir erwartet, dass ich sowas lösen kann. So, firstly, gehe ich erstmal hier rüber. Das ist eine Steintafel. Und die erzählt mir was? Erstmal nichts, also brauche ich erst das Buch von Modora.
Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Duftmedaillon. Medaillon? Echt? Bekommen. Ist hier hinten irgendwas? Hier geht's auch noch lang. Okay, erstes Mal ist dort nichts. Dann war's das erstmal mit dem Part. Beim nächsten Mal werde ich hier reingehen und dann tschüss.